Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier auf Epic Wars. Leute, es geht weiter mit Star Wars Battlefront 2 Action und News. Ja, diesmal ein kürzeres Video, seid mir bitte nicht böse, denn ich habe einiges privat zu erledigen gehabt in den letzten Tagen und jetzt paar Tage jetzt im Voraus jetzt hier auch. Also die nächsten Tage mit meiner Wohnung, ihr wisst ja, ich ziehe ja bald aus, habe da meine eigene Bude und von da wird dann die Battlefront-Szene erweitert. Ich musste so lachen. Die Star Wars Community wird dann natürlich da ihre Videos bekommen, Leute. Da, wo sich's gehört, im epischen neuen Zuhause, das werde ich euch natürlich in einer epischen Roomtour zeigen. Episch, warum episch eigentlich? Kommt von Fortnite, der Win, ne? Aber naja, episch kommt von Epic, deswegen nehmen wir das mal. Okay, Leute, aber jetzt zu den News. Also, ihr seht erstmal Gameplay, ein Skywalker-Gameplay. Ich weiß, habe ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal jetzt schon gebracht, aber ich finde diesen Helden richtig chillig. Und Starkiller Base ist auch eine angenehme Map für Multikills, aber so viel dazu. Also Leute, ich habe sehr, sehr gute Neuigkeiten, nämlich kommen endlich die Entwickler zurück. Wer es noch nicht mitbekommen hatte, die Entwickler wurden damals abgezogen. Wenn mich nicht alles täuscht, nimmt mich jetzt nicht beim Wort direkt. Das müsste direkt nach dem Han Solo Update gewesen sein, also Han Solo Season Update. Season 2, das müsste da gewesen sein. Da wurden die Entwickler abgezogen für Battlefield 5. Da brauchten die Entwickler, weil das Spiel noch einen sehr, sehr langen Weg hatte, um das Spiel wirklich komplett zu stellen und die Kritiker ein bisschen stumm zu schalten, weil da haben sich ja einige da geäußert. Battlefield 5 wird auch einen Live-Game-Service haben, so wie Battlefront 2, aber nicht so ähnlich. Das will ich euch vielleicht mal erklären, warum das in Battlefront 2 nicht so krass supportet wurde. Also, es wurde schon richtig gut supportet mit kostenlosen Sachen, aber manche haben sich ein bisschen mehr darunter vorgestellt. Das kann ich euch alles mal erzählen, wie das eigentlich Ganze so ablaufen sollte, weil das Geld sollte mit Mikrotransaktionen gemacht werden, aber das ging ja nicht. Und deswegen hatten die da auch keine andere Einnahmequelle. Und bei Battlefield 5 wird es so sein, die haben ein Budget und dieses Budget können die ausgeben, wie sie wollen, können sie selber gestalten. Und da würde ich halt als Entwickler auch mal drauf achten, dass viel Budget noch übrig bleibt für die ganzen DLCs für Battlefield 5. Aber das Battlefield 5, es geht um Battlefront 2. So, was hat das jetzt mit Battlefront 2 zu tun? Das ist der gleiche Entwickler, Leute, der Battlefield und Star Wars Battlefront 2 gemacht hat, ja. So. Die Entwickler wurden abgezogen, jetzt kommen die zurück. Das Spiel wird jetzt richtig krass supportet. Es sind viele Entwickler da und die bringen natürlich auch neue Ideen mit. Wann geht's los? Dieses September-Update ist eigentlich schon so gut wie fest. Ab Oktober, Leute, soll es richtig abgehen. General Grievous kommt da raus und mit einem neuen Skin, so viel ich weiß. Nur das, aber es kommt eine neue Roadmap, ja, einen neuen Kalender. Und da geht's ab, Leute. Der Oktober wird nicht so leer ausfallen, dass wir nur einen Helden bekommen, was eigentlich richtig geil ist schon. Das reicht mir schon persönlich. Aber da wird noch einiges dazu kommen. Also im Oktober, November, Dezember, Januar, das wird richtig abgehen. Da wird die, ja, Battlefront 2 Action richtig erweitert. Und da bin ich halt mega gespannt, was sie da auf dem Petto da haben noch, ne? Was haben die auf dem Kasten? Was haben die vor mit diesem Spiel? Das Spiel soll ja auch länger supported werden, also durch 2019 gecarried. Da soll auch das neue Star Wars Spiel rauskommen, Star Wars Fallen Jedi Order, Jedi Fallen Order oder so. Ich habe es absolut falsch ausgesprochen, aber man kennt mich. Ja, auf jeden Fall soll es halt so sein, Leute. Es soll wirklich so sein, dass das Spiel vielleicht sogar bis Battlefront 3, wenn es rauskommt, das will ich niemandem versprechen, aber falls es denn soweit ist, Leute, bis zum nächsten Battlefront-Ableger soll supported werden und, Alter, das wird richtig geil. Das wird richtig nice. Und ja, das Problem ist halt, ein Entwicklerteam für zwei Spiele ist jetzt hart. Deswegen, ja, es ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, Leute, die News sind auch schon zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Frage des Tages, wie findet ihr das, dass das Spiel so krass jetzt weiter supported wird? Ich bin auf jeden Fall raus. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.